Man schläft schlecht. Vor Vorfreude und Aufregung. Und man hört den Gletscher, auf dem man liegt und über den man klettern wird. Man hört ihn knacken. Man hört überall im Tal Eisbrocken und Felsen herunterstürzen. Die Wecker klingelten. Wir setzten in den Zelten die Kopflampen auf. Zeit für den Aufbruch. Man zieht das Klettergeschirr an, setzt den Rucksack auf, nimmt die Eisäxte und verlässt das Basecamp. Die Sherpas entzünden Wacholder als Opfer an die Götter. Und dann läuft man hintereinander hinauf in den Eisbruch. Es fühlt sich gut an, nach all den Vorbereitungen und Fragen, ob es eine gute Klettersaison wird und wir es schaffen, endlich loszulaufen und es anzugehen. Das war der erste Aufstieg ins Camp 1.